der aktuelle Torwart beim SC Paderborn 07, Yannick Huth, macht zwischen den Pfosten in der Startelf in dieser Saison eine richtig gute Figur. Spektakuläre Paraden inklusive. Das sind eigentlich alles so Automatismen, da denkt man eigentlich nicht wirklich drüber nach. Das passiert dann einfach, aber wenn man dann im Nachhinein die Aktion nochmal sieht, dann denkt man sich dann schon so, ja, der war ganz ordentlich. Dafür macht man den Job, ne? Dafür bin ich Torwart geworden, um dann in so Situationen da zu sein. Und ja, das ist schon ein tolles Gefühl. Dabei war der 27-Jährige gar nicht immer Torwart. Angefangen hat Yannick als Mittelfeldspieler. Na, mein Vater war Trainer. Wir hatten ein Spiel, haben das verloren und ich war nicht so zufrieden mit der Leistung von unserem Torhüter damals. Und dann habe ich beim Abendessen zu ihm gesagt, ja, dass ich nächstes Spiel mich ins Tor stellen werde, weil ich das Gefühl hatte, dass ich das besser drauf habe. Und so hat es dann angefangen und dann habe ich es gut gemacht und dann bin ich auch im Tor geblieben seitdem. Aber nicht nur im Tor kann man sich auf den 1,85 Meter großen Spieler verlassen. Auch abseits des Fußballfeldes hat er so einige Talente. Ich habe mir mal ein Regal gebaut für meine ganzen Werkzeuge, um die gut zu verstauen. Dann habe ich für eine Freundin eine Bank mit Stauraum gebaut. Ich glaube, das war schon mit das Beste wahrscheinlich. Also es ist schon eher so hobbymäßig. Neben der Werkbank zu Hause findet man Yannick Huth aber auch bei seiner anderen großen Leidenschaft, dem Basketball. Das hat damals, glaube ich, angefangen mit so 6, 7 Jahren. Da hat mein Vater, mein Bruder und mir damals einen Basketballkorb mitgebracht. Und dann haben wir damals ein bisschen gespielt. Das waren so die ersten Anfänge davon. Und dann hat man auch vermehrt die NBA geschaut und hat sich dafür nochmal richtig informiert und richtig interessiert und dann auch mit Freunden vermehrt gespielt. Und seitdem ist es ein sehr großes Hobby von mir, ja. Da gerät er auch manchmal selber ganz schön in Schwärmen, zum Beispiel bei seinen beiden Lieblingsspielern Kyrie Irving und LeBron James. Ja, Kyrie wegen seiner Spielart auf jeden Fall. LeBron James, the chosen one in Anführungszeichen, mit 18 Jahren dann da in die NBA gekommen und direkt super performt, einen riesen Fußstapfen getreten und sich nie was zu Schulden kommen lassen, auch außerhalb vom Basketball, tolle Familie aufgezogen, deswegen ist schon sehr beeindruckend. Und wer sich jetzt denkt, jo, Basketball-Fan und Tattoos hat er auch noch, da hört er wahrscheinlich noch Hip-Hop und Rap-Musik. Falsch gedacht. In seiner Playlist hatte Yannick nämlich schon mal niemand Geringeres als die, ja genau, die Backstreet Boys. Mein Physio Robert bezeichnet meinen Musikgeschmack immer, der vergleicht ihn mit einem Musikgeschmack von einem 14-jährigen Mädchen, weil ich relativ viel Pop höre. Ja, und weiß nicht, also vor den Spielen höre ich dann meistens auch Pop. Also das ändert sich jetzt nicht vorm Spiel. Ich höre jetzt nicht irgendwie Heavy Metal, um mich zu motivieren. Also bleibt eigentlich meistens beim Pop dann. Und das scheint auch ganz gut zu funktionieren. Bei den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio hat Yannick mit der Mannschaft Silber für Deutschland geholt. Auch für die U21-Nationalmannschaft stand er schon auf dem Platz. Seine Jugend und seine ersten Spiele als Profi hat der Mann aus dem kleinen Örtchen Guldenthal in Rheinland-Pfalz aber woanders verbracht, nämlich beim FSV Mainz. War eine sehr, sehr schöne Zeit. Also ich bin da, ich glaube, 12 Jahre waren es insgesamt bei Mainz. Sehr viele schöne Erinnerungen, habe auch noch Kontakt zu vielen von den Mainzern. Ich verfolge das auch intensiv. Seit 2 Jahren ist Yannick aber beim SC Paderborn 07. Hier sorgt der Torwart auch weiterhin für viele tolle Momente. Ich genieße es jetzt einfach erstmal zu spielen und ich denke, wir haben einen ganz guten Lauf. Wir sind eine super gute Truppe, macht riesig Spaß mit den Jungs und wir schauen einfach, was so geht dieses Jahr. Aber ich denke, wir haben ganz gute Chancen, eine Menge Spiele zu gewinnen.